Nachmittags dachte ich, sehen wir uns im Palazzo Pisani an. Und von da aus ist es dann nicht mehr weit bis zum Markusplatz. Siehst du? Klingt doch gut, oder? Klingt vor allem stressig. Ach, Papst. Wenn du schon mal hier bist, dann musst du dir auch möglichst viel anschauen. Du tust ja gerade so, als würde ich sonst nie verreisen. Das stimmt ja auch. Ich bin eben mehr der häusliche Typ. Willen, seien Sie vorsichtig. Sie wissen schon, was Sie da tragen. So, die letzten Gläser. Jetzt haben wir alles beisammen. Ja. Moment, die Verlängerungsschnur. Geh du schon mal vor zum Boot. Ich komme gleich. Okay. Ja, hier drüben ist es besser. Schön, dass es diesmal mit dem Catering geklappt hat. Ich freue mich auf Ihr Buffet. Ich bin sicher, Sie werden zufrieden sein. Sie hat uns vergessen. Jetzt warte doch mal. Wir haben uns noch nicht mal angelegt. Grazie. Deine Mutter hat die Hälfte ihrer Termine vergessen. Und bei der anderen Hälfte kam sie zu spät. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst, Papst? Naja, ein bisschen vielleicht. Einen Moment Ruhe, bitte. Okay. Trunkbecher des Andrea Doria. Mein Gott, ist der schön. Im Nachtbetrieb werden nicht nur die einzelnen Stücke, sondern der ganze Raum von den Lesern überwacht. Moment. Und während der Ausstellung werden die Objekte von je 2 Laserstrahlen gesichert. Das Glas von 4, also an allen Ecken der Vitrine. Alles klar. Ab jetzt den Pokal nicht mehr anfassen, sonst geht der Alarm los. Ich muss leider gehen. Eine halbe Stunde bin ich wieder da, ja? Und Sie? Sie kommen zurecht? Ja, in einer Stunde bin ich fertig. Schön. Jetzt entspann dich doch. Sie kommt bestimmt gleich. Ich hab doch gar nichts gesagt. Na bitte, da ist sie doch. Hallo. Ist wieder mal in Hektik. Das sehe ich von hier aus. Tut mir leid. Hallo, Mami. Hallo. Schön, dass ihr gekommen seid. Hallo, Luise. Hallo, Robert. Gut siehst du aus. Du aber auch. Danke. Lasst uns gehen. Ich hab's eilig. Wir können uns ja unterwegs unterhalten. Geht das nicht ein bisschen langsamer? Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich kenne Männer, die sind 10, 15 Jahre jünger als du. Trotzdem würdest du sie locker in die Tasche stecken. Wo sie recht hat, hat sie recht. Außerdem ist es doch nicht mehr weit.
ist das? Das ist doch hübsch, oder? Typische Touristenfalle. Was? Ich habe gesagt, ich finde es auch sehr hübsch. Wir sehen uns heute Abend, ja? Was los? Wir telefonieren. Ciao. Ciao. Hallo, herzlich willkommen. Zimmer für Frank, bitte, sind reserviert. Der Schlüssel für die charmante Signora. Eines unserer schönsten Zimmer. Und einmal für den Dottore. Bitte. Die dritte Etage. Danke. Schau mal, so schön ist Venedig nun auch wieder nicht. Naja, wenn du möchtest, tauschen wir die Zimmer. Auf gar keinen Fall. Das erinnert mich ja alles ein bisschen an meine erste Bude. Nur war damals das Gegenüber noch näher. Ach komm, jetzt trinken wir erstmal ein Cappuccino. Hm? Vorsicht. Danke. Was macht ihr da? Idioten! Was macht ihr Trottel denn da? Das ist jetzt das vierte Mal! Entschuldigung, wir haben hier leider ein kleines Problem, ja? Hey, endlich den Kracher, verdammt nochmal! Ich versuch's ja! Abstellen, bitte! Entschuldigen Sie, kleiner Fehler im System. Willst du es dir nicht mehr ansehen? Ich? Ich bin nur längst in Rente. Aber es juckt dich in den Fingern, das sehe ich dir an. Das ist das neueste Modell von Bunkok. Eine B53998 mit speziellen Infrarotsensoren. Die 41er-Reihe hätte es übrigens auch getan. Warum hat mir keiner gesagt, dass es die 41er-Reihe auch getan hätte? Würde bitte mal jemand ein Fenster öffnen? Dottore, ab jetzt nenne ich Sie nur noch Professore. Sie dürfen mir ein besseres Zimmer geben. Glücklicherweise ist soeben ein sehr schönes Zimmer frei geworden, nur für Sie. Mit einem Blick auf den Canale Grande, von dem man träumt. Sie ist wie immer zu spät. Sie ist nun mal eine sehr aktive Frau. Da kommt man manchmal in Zeitnot. Ich weiß. Oh, meine Haare hätte sie damals unseren Scheidungstermin verpasst. Ciao, Robert. Ciao, Claudia. Tut mir leid, dass ich euch nicht richtig begrüßen kann, aber ich muss nach Rom. Der Flieger geht schon in 30 Minuten. Und viel Erfolg, meine Liebe. Entschuldige, dass ich nicht da sein kann. Ciao. Danke, bis dann. Ein bisschen hektisch, dein Mann. Antonio hat große politische Ambitionen. Das ist ziemlich zeitaufwendig. So, so. Antonio vernachlässigt dich also. Oh, nicht so sehr wie du damals. Hab ich sie vernachlässigt? Ich glaube, sie meint, du konntest ihr nicht das Leben bieten, was sie sich erträumt hat. Da ist vielleicht was dran. Vorsichtig, ne? Klar.
ein Glas Prosecco? Nein, danke. Ich trinke eigentlich keinen. Bitte? Danke. Ich dachte, du trinkst gar keinen Sekt. Ja, das hatte ich im Moment völlig vergessen. Magst du? Gerne. Die Garnelen sehen aber lecker aus. Tut mir leid, das Buffet ist noch nicht eröffnet. Wollen Sie trotzdem mal probieren? Klar. Grappa oder Cognac? Grappa? So schmecken mir die Garnelen am besten. Ich bin sicher, Ihnen werden sie auch besonders gut schmecken. Vielen Dank. Gerne. Dieser Kasten gehört nicht zur Ausstellung. Ja, in meinem früheren Leben war ich Experte für Alarmanlagen. Es interessiert mich halt immer noch. Bei dem Modell hier werden als Sensoren Laserstrahlen eingesetzt. Ja. Noch ein Glas? Nein, danke, Sie wissen doch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erhebe das Glas auf Signore Berengo. Ohne dessen Geld und ohne dessen Einfluss wäre seine Frau niemals in der Lage gewesen, diese Ausstellung auf die Beine zu stellen. Salute. Kollege Jetrovic, ich kann verstehen, dass Sie es zutiefst bedauern, diese Exponate nicht in Ihrer Galerie auszustellen. Aber ich dachte bislang, Sie wären ein fairer Konkurrent. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen diesen Abend nicht verderben. Ich habe wohl zu viel getrunken und zu wenig gegessen. Da können wir Abhilfe schaffen. Meine Damen und Herren, das Buffet ist eröffnet. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Wie man es nimmt. Wie man es nimmt? Na, ich habe Ihr Hemd mit Tomatensauce bekleckert. Oh, so ein Pech. Ja, warten Sie, ich kümmere mich sofort darum. Ich sage meinem Sohn Bescheid. Bin gleich wieder da. Ich gehe mal kurz zum Boot, ja? Ja, kein Problem. Dankeschön. Schaut toll aus. Ganz kriege ich den Fleck nicht weg, fürchte ich. Natürlich zahlen wir die Reinigung. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Irgendwie ist das ja auch meine Schuld. Ich hätte ja gleich ein rotes Hemd anziehen können, dann hätte man den Fleck nicht gesehen. Naja, dann wäre bestimmt Zahnsoße im Spiel gewesen. Ach, ja, stimmt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Also besser geht's irgendwie nicht. Ja, ist doch wunderbar. Sie sind witzig. Das höre ich selten. Ich bin übrigens Mia. Robert. Ich würde Sie gerne einladen in mein Restaurant, als Entschädigung sozusagen. Also vielleicht morgen Mittag? Ja, also das ist wirklich nicht nötig. Doch, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann. Ich bin auch mit meiner Tochter da. Ja, dann bringen Sie sie doch mit. Ich würde mich über Ihren Besuch wirklich sehr freuen. Ja? Ja gut, dann kommen wir gerne. Wirklich gelungenes Fest, ein sehr schöner Abend. Und das aus deinem Munde. Oh nein, nein, nur das nicht. Robert, du bewachst das Glas. Ja. Ich kümmere mich um die Sicherung. Das mag ja ein sehr wertvolles Glas sein, aber lohnt das diesen ganzen Aufwand?
Das Glas ist in Venedig so etwas wie ein mystisches Heiligtum. Normalerweise liegt es im Dogenpalast im Safe und wird nie gezeigt. Ja, warum wird es dort nicht ausgestellt? Das könnte man, aber die Venezianer sind abergläubig. Der Volksmund sagt, wenn dem Glas was passiert, wenn es zerbricht oder gestohlen wird, dann frisst das Meer die Stadt. Ja, und bei dem vielen Geld, das mit den Touristen verdient wird, will das natürlich keiner riskieren. Das sind rote Glassteine. Hier, eine richtige Schweißnaht. Das ist eine ganz billige Fälschung. Dann hat der Dogenpalast dir eine Kopie geschickt. Aber Robert, ich war dabei, als das Glas aus dem Tresor in die Transportkiste gepackt wurde. Dann wurde es vertauscht. Nein, ich habe den ganzen Transport selbst überwacht. Es war mit Sicherheit das Original. Und das hier, das ist eine billige Fälschung. Stellt sich also die Frage, wann das Original mit der Fälschung vertauscht wurde. Das kann nur beim Stromausfall passiert sein. Das ist ganz unmöglich. Ich war ja Sekunden später an der Vitrine. Das ist eine Katastrophe. Wir sollten jetzt sofort die Polizei anrufen. Nein, keine Polizei. Wie bitte? Wenn ich jetzt die Polizei anrufe, dann weiß morgen ganz Venedig, was hier passiert ist. Und dann ist die Stadt in Gefahr. Du übertreibst mal wieder maßlos. Robert, ich weiß. Aber die Venezianer glauben das. Ja, und was willst du stattdessen tun? Entschuldigung, wir sind fertig und wollten uns nur verabschieden. Gehen Sie ruhig. Wir haben hier noch ein kleines Problem. Zu niemandem ein Wort. Natürlich. Vielen Dank. War das Glas denn nicht versichert? Doch, natürlich. Aber Antonio hat sich bei wichtigen Leuten dafür verbürgt, dass das Glas sicher ist. Robert, wenn jetzt rauskommt, dass das Glas bei mir gestohlen wurde, kann Antonio seine politische Karriere vergessen. Darum rufe ich nicht die Polizei. Aber Papst hat recht. Was willst du denn stattdessen tun? Ich weiß es doch auch nicht. Was? Kannst du mir nicht helfen? Ja, wie soll ich dir denn helfen? Du hast dein Leben lang für Versicherungen gearbeitet. Ja, als Berater, aber doch nicht als Detektiv. Ich bin ganz sicher, dass wenn jemand das Glas wieder beschaffen kann, bist du das? Also bevor die Delegation mit den Wissenschaftlern kommt, wird keiner merken, dass das Glas eine Kopie ist. Das heißt, wir bleiben knapp 4 Tage Zeit, um das Original zu finden. Was definitiv zu wenig ist. Oh mein Gott, musst du ihm alles so schwarz sehen? Das tue ich doch gar nicht. Ich glaube nur nicht, dass ich den Pokal in so kurzer Zeit auftreiben kann. Typisch. Anstatt ein bisschen was zu riskieren, steckst du den Kopf in den Sand. Aber so war es schon immer. Bin müde, ich gehe jetzt mal ins Hotel. Gute Nacht zusammen. War das jetzt wirklich nötig? Was soll ich denn machen? Ich weiß, dass du wach bist. Bin ich nicht. Guten Morgen, Paps. Guten Morgen. Was willst du denn schon so früh hier? Ach, nichts Besonderes. Ich habe dir nur einen Cappuccino mitgebracht. Aha. Du führst doch was im Schilde. Möglich. Du denkst, ich sollte den Tag nicht vertrödeln, sondern ich sollte irgendetwas unternehmen. Beispielsweise könnte ich mir die Alarmanlage ansehen. Dann wüssten wir vielleicht, wie es die Diebe gemacht haben. Also, da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, aber das ist eine super Idee. Habe ich mir fast gedacht. Fein. Dann warte ich unten auf dich. 10 Minuten, okay? Hey, Moment. 10 Minuten brauche ich hier schon für den Cappuccino.
ja wenigstens frühstücken können. Ich hab Hunger. Ach, das können wir später immer noch. Jetzt müssen wir erstmal Spuren sichern. Und zwar bevor die Galerie öffnet. Ich dachte, meine Tochter ist Journalistin. Bin ich ja auch. Du hörst dich aber an wie eine Fernsehkommissarin. Also jetzt fällt der Strom aus. Leg los. Dann hast du zu mir gesagt, ich soll den Pokal bewachen. Und ich bin im Dunkeln darüber. Na also, das haben wir jetzt wirklich mehrmals gemacht. Und jedes Mal hätte ich die Diebe erwischen müssen. Wie haben die das nur in so kurzer Zeit geschafft? Vielleicht waren sie zu dritt. Zwei haben das Oberteil angehoben, der dritte das Glas ausgetauscht. Dann waren es mindestens vier, denn einer hat ja noch die Hauptsicherung rausgedreht. Gut, dann suchen wir eben vier Leute. Was machen wir als nächstes? Vielleicht sollten wir mal die Gästeliste durchgehen. Gute Idee. Dieser Kunsthändler Jetrovic, der hat gleich zwei Motive. Er kann mit dem Pokal Geld machen und seiner schärfsten Konkurrentin schaden. Das beweist aber noch gar nichts. Außerdem hat er einen Assistenten und einen angeblichen Kunden dabei gehabt, den aber keiner kannte. Wenn er jetzt noch einen Komplizen in der Galerie dabei hatte, dann hätten wir unser vier Diebe schon zusammen. Schon möglich, aber auch das kannst du nicht beweisen. Wie spät ist es inzwischen eigentlich? Langsam habe ich auch Hunger. Es wurde auch Zeit. Mir fällt gerade ein, wir sind zum Essen eingeladen. Das trifft sich doch gut, oder? Wie? Von wem denn? Habe ich schon erwähnt, dass das Essen ganz köstlich ist? Mehrmals. Sie sind wirklich eine ganz ausgezeichnete Köchin. Die Ehre gebührt nicht mir, sondern Marco. Er kocht, ich kümmere mich um alles andere. Wo ist denn Marco eigentlich? Ich kann ja mal nach ihm sehen. Ciao, ciao. Einen Moment, junger Mann. Du sollst doch nicht immer so rennen. Und außerdem musst du erst mal unsere Gäste begrüßen. Darf ich vorstellen? Luca, mein Enkel. Buongiorno. Buongiorno. Hallo, Luca. Hallo. Dann jetzt schauen wir mal, wo der Papa bleibt. Netter Junge. Ja. Hat sicher auch eine nette Mutter. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Und es war nicht zu viel Basilikum an den Fusilli. Es war perfekt. Bene, grazie. So, wir müssen los, sonst verpasst Luca seinen Unterricht. Du brauchst mich nicht hinbringen, ich gehe alleine. Luca, es ist besser, wenn Mia dich bringt. Aber ich kenne mich aus in der Stadt. Luca, warte. Vielleicht haben Sie Lust mitzukommen. Ich bringe Luca nur zum Unterricht und dann habe ich eine Stunde Zeit. Ich könnte Ihnen ein bisschen das unbekannte Venedig zeigen. Geh du ruhig mit. Ich wollte sowieso noch was anderes erledigen. Ja, gern. Oh, danke schön. Ciao. Ja, schade, dass du... Ich meine, sie. Sag ruhig du, ich heiße Claudia. Dass du schon was vorhast, sonst hätten wir was unternehmen können. Naja, ich... Wir brauchen nur ungefähr eine Stunde. Danach können wir ja immer noch einen Kaffee trinken. In Ordnung. Bis später. Selbstverständlich garantiere ich Ihnen das. Aber jetzt lassen Sie mich doch mal ganz kurz erklären, Signora Cantonelli. Ich kann ja verstehen, dass Sie skeptisch sind. So ein Exponat bekommt man nicht alle Tage angeboten. Aber ich versichere Ihnen, das Stück ist echt. Ja, ich käme doch niemals auf die Idee, der wichtigsten Sammlerin von venezianischem Glas eine Fälschung anzubieten. Das ist doch, wenn sich das rumspricht, Signora. Augenblick. Hallo? Ist da jemand? Scusi? Ja, ich dachte, ich hätte Kundschaft. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja, also, wenn sie sowas rumspricht, dann bin ich doch ruiniert. Das ist doch ganz klar.
Und schon allein deswegen können Sie sicher gehen, dass ich Ihnen ein Original anbiete. Warte mal. Ich ruf dich an. Obwohl es viele Feinde hatte, wurde Venedig nie zerstört. Ja, deshalb gibt es auch über jeden Platz irgendeine alte Geschichte. Erzählen Sie mir doch einen. Sehen Sie, in diesem Haus hat im 17. Jahrhundert ein Geigenbauer gelebt, der tagsüber als braver Bürger in seiner Werkstatt hockte und sich aber nachts als Juwelendieb betätigte. Er schenkte den gesamten Schmuck seiner Komtesse, in die er unsterblich verliebt war. Wie romantisch. Ja. Fast 10 Jahre hat die Polizei gebraucht, um ihn zu fassen. Hat er denn wenigstens das Herz der Komtesse erobert? Man weiß es nicht. Ich jedenfalls hätte es ihm gegönnt. Obwohl er ein Dieb war. Er tat es aus Liebe. Ich finde, das entschuldigt alles. Signorina! Signorina! Danke! Keine Ursache. Er hat sie fallen lassen, weil ich ihm dicht auf den Fersen war. Meiner hätte ich ihn auch gekriegt. Da sind alle meine Papiere drin. Ohne dich hätte ich jetzt wahrscheinlich Tage und Wochen bei den Behörden verbracht. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Als Dank könntest du mit auf den Markt kommen, mir beim Einkaufen helfen. Ich kann mich nie entscheiden, was ich kochen soll. Das wird mir ein großes Vergnügen sein. Gut. Andiamo? Si. Woher kennen Sie eigentlich all diese Gaunergeschichten? Ganz einfach, ich liebe Krimis. Ich habe sogar schon mal versucht, selbst einen zu schreiben. Wirklich? Ich wollte auch schon immer einen Krimi schreiben. Aber irgendwie bin ich bisher nicht dazu gekommen. Ja, aber das ist doch für Sie ganz leicht. Sie sind doch schließlich Experte. Experte ist nun wirklich ein bisschen übertrieben. Naja, es ist ja auch viel spannender, die Sachen selbst zu erleben, anstatt nur darüber zu schreiben. Wie meinen Sie das? Glauben Sie, ich habe das nicht bemerkt? Sie haben den Diebstahl des Glases noch nicht mit einem Wort erwähnt, aber insgeheim ermitteln Sie doch bereits. Ich ermittle? Wieso denkt ja eigentlich jeder, dass ich ermittle? Sehe ich aus wie Sherlock Holmes? Schon klar, Sie sind zum Stillschweigen verpflichtet, richtig? Nein, bin ich nicht. Wieso auch? Nicht? Nein. Ja, also was ich bisher ermittle... Was ich herausgefunden habe, das ist alles ziemlich unspektakulär. Aber ich kann dir das gern erzählen. Haben Sie mich da gerade geduzt? Entschuldigung, das ist mir einfach so rausgerutscht. Lassen wir es doch dabei. Du bist ja lockerer, als ich dachte. Finden Sie mich etwa steif? Ein bisschen. Macht aber nichts. Also jetzt erzähl. Ich platze vor Neugier. Viso nuovo del quale si parla è un viso nuovo si vede in città ad ogni uomo fa girare la testa ma fra le signore cresce l'invidia da quando lei è qua. Bella signora, molto lontana. Bella signora. Fenchelgemüse? Man kann es natürlich auch mit Brokkoli kombinieren. Ciao, signora. Gute Idee. Ciao, Lorenzo. Buongiorno, Marco. Wir bräuchten 2 Kisten Brokkoli und liefere bitte alles in 2 Stunden. Ja, gerne, Marco. Danke. Das war's. Ciao. Schade, jetzt fängt es gerade an, richtig Spaß zu machen. Wenn du möchtest, lade ich dich in meine Küche ein und wir könnten ein paar neue Rezepte kreieren. Das wäre eine ganz, ganz tolle Idee. Also, wenn deine Frau nichts dagegen hat, natürlich. Falls du Lukas' Mutter meinst, die hat bestimmt nichts dagegen.
Raffaella hat mich schon vor 3 Jahren verlassen. Seitdem bin ich sehr vorsichtig, wen ich zu mir in die Küche lasse. Heute gibt's eine besondere Abendkarte. Claudia hat mich beraten. Schön. Du musst unbedingt mit Robert zum Markt. Das ist einer der schönsten Plätze in ganz Venedig. Das kann ich bestätigen. Ja, das hat mir Mia auch schon erzählt. Aber ich will diesem Jetrovic noch einen Besuch abstatten, bevor ich... Aber du warst doch gerade bei ihm. Du warst was? Na, ich war heute schon bei Jetrovic. Du wolltest dich ja da raushalten. Da hast du mich völlig missverstanden. Ich wollte nur etwas Bedenkzeit. Hast du denn bei ihm wenigstens irgendwas herausgefunden? Krieg ich einen Möglicherweise ist die Käuferin des Glases also eine Signora Cantonelli. Danke. Es gibt wahrscheinlich hunderte von Cantonellis in Venedig. Ja, aber nur eine Bekannte. Und die sammelt historisches Glas. Anna Cantonelli. Es findet in Venedig praktisch kein großes Kulturereignis ohne sie statt. Sie ist 85 und lebt allein in einem Palazzo in der Nähe des Arsenals. Dann haben wir die Cantonelli schon gefunden. Jetzt muss man nur noch herausfinden, ob sie auch wirklich die Käuferin ist. Wir müssen versuchen, sie aus der Reserve zu locken. Wir? Bitte schön, wer ist denn jetzt wir? Na, wir beide. Ich helfe dir natürlich dabei, das Glas zu finden. Also so war das eigentlich nicht gedacht. Also, ich war auch dabei. Warum denn auch nicht? Wir können schließlich jede Hilfe gebrauchen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen es folgendermaßen. Wir beide werden morgen dieser Signora Cantonelli einen Besuch abstatten. Und ihr könnt euch mal diese Gondolieri vorknöpfen, die die Gäste von der Vernissage gefahren haben. Vielleicht ist ja einem von denen irgendwas aufgefallen. Was hast du noch mal dieser Signora Cantonelli gesagt, wer ich bin? Sören Jakobsen, Kunsthistoriker. Und ich will ein Buch über altes venezianisches Glas schreiben. Genau. Und Jetrovic kennst du aus Berlin. Er sei euch bei einer Antiquitätenmesse begegnet. Und du bist? Maria Pulinski, eine langjährige gute Freundin. Die Fotos für das Buch machen wird. Genau. Wissen Sie, ich bin keine Sammlerin, die ihre Schätze wegschließt. Nein. Ich möchte meine schönsten Stücke immer um mich haben, um ihren Geist und ihre Geschichte einatmen zu können. Ich bin beeindruckt. Ach, das ist ein Bruchteil meiner Sammlung. Es gibt noch 5 weitere Räume, aber hier sind meine schönsten Kostbarkeiten. Sehen Sie, das erste Glas, was Angelo Barovier 1453 in Murano hergestellt hat. Wenn man bedenkt, welche Kunstwerke aus Kiesel, Sand und Pottasche entstehen können. Signor Jakobsen hat einen gewöhnungsbedürftigen Humor. Er weiß natürlich, dass Pottasche nur in Böhmen als Schmelzmittel benutzt wurde. Macht ihr schon mal weiter, ja? Lassen Sie sich eine neue Gondel bauen. Ja, Signora. Ein Gondolieri lässt sich meist nur eine Gondel bauen im Leben. Man bekommt zuerst die alte Gondel vom Vater und später lässt man sich eine neue bauen. So läuft das hier. Die behält man dann so lange, bis man sie seinem Sohn vererben kann. Aber was wollen Sie nun eigentlich von mir? Kennen Sie Signor Jetrovic? Klar, der Galerist. Den habe ich zu Signora Zappetti gebracht. Und ist Ihnen an ihm irgendwas aufgefallen? Nein, was sollte mir auffallen? Außer, naja, er hat noch jemanden getroffen. Und wen? Keine Ahnung. Es war dunkel und ich spioniere meinen Gästen nicht nach. Hat denn Signor Jetrovic irgendwas bei sich gehabt? Ein Koffer oder ein Päckchen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hey! Was macht ihr da mit meiner Gondel? Eine Gondel ist wie eine Violine. Man muss sie behutsam bauen, Scusi. Mein Gott, was macht ihr denn da nur? Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Schaut euch den Mist mal an! Wenn man sich nicht um alles selber kümmert. Das hier ist besonders schön. Ja, stammen alle aus Murano und wurden für Papst Urban VIII hergestellt. Wofür ist denn diese Vitrine gedacht? Ich erwarte ein ganz besonderes Exponat und habe deshalb schon mal alles dafür vorbereitet. Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Worum handelt es sich denn bei diesem geheimnisvollen Stück? Ich spreche selbstverständlich nicht über Geschäfte, die noch in der Schwebe sind. Und außerdem gibt eine Sammlung wie ich natürlich nicht ihre Quellen preis.
Vor allem dann nicht, wenn diese Quellen im Verborgenen sprudeln, nicht wahr? Wollen Sie damit etwa andeuten, dass ich mich zweifelhafter Methoden bediene, um an Kunstgegenstände zu gelangen, Senior Jakobson? Aber wie wollen wir jetzt rausfinden, wen Jedrowitsch in der Nacht getroffen hat? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, wie uns das weiterhelfen könnte. Hey! Na endlich! Wir dachten schon, er kommt nicht mehr. Und was für ein hübsches Paar. Schon gut. Also dann, ihr zwei, braucht ihr noch ein bisschen Zeit für die Vorbereitung oder können wir gleich loslegen? Entschuldigung. Na also, dann rein mit euch in die Gondel. Wir fangen gleich an zu fotografieren. Na klar, ich bin noch nie Gondel gefahren. Das ist meine Gelegenheit. Grazie. Bitte. Was ist mit euch? Wieso? Was sollen wir denn machen? Hat die Agentur nichts gesagt? Heute werdet ihr fürs Küssen bezahlt. Also bitte, küsst euch. Aber mit Gefühl. Der Bildband heißt schließlich Verliebte in Venedig. Ah, so ist es gut. Sehr gut. Sehr gut sogar. Ja. Sind Sie beide tatsächlich die Freunde von Signor Jetrovic? Denke, diese Frage kann ich beantworten. Oh, Signore. Seit wann haben Sie uns belauscht? Lange genug, um zu wissen, dass Sie keine Ahnung von Antiquitäten haben. Sie kennen die beiden nicht? Befreundet sind wir definitiv nicht. Ich habe Sie auf der Vernissage von Berengo gesehen. Wer sind Sie und was wollen Sie? Ja, wir wollen nur ein paar Informationen. Wir haben nichts zu verbergen. Also, sind Sie vom Finanzamt oder von der Polizei? Weder noch. Aber die Polizei wird nach uns suchen, wenn wir uns nicht binnen der nächsten Stunde melden. Was glauben Sie denn, habe ich mit Ihnen vor? Keine Ahnung. Aber ich traue Ihnen so ziemlich alles zu. Dann rechnen Sie also damit, dass ich Ihnen Betonschuhe verpasse und Sie beide im Canal Grande versenke? Sehr komisch. Ich bin Kunsthändler und kein Mafioso. Ich denke, wir sollten die Polizei rufen. Was meinen Sie? Das bedeutet wieder eine Menge Papierkram und sehr, sehr viele Fragen. Ich denke, es ist besser, Sie bringen die beiden zum Tor und damit basta. Klasse. Super. Weiter so. Ja, macht weiter. Noch einmal. Eins noch. Super. Danke. Das war's. Hey, wir sind fertig. Fertig. Entschuldigen Sie. Wir sind leider ein bisschen spät dran. Die Agentur hat uns eine falsche Adresse gegeben. Haben wir uns ja gerade so richtig schön zum Affen gemacht. Aber so richtig. Wie die Trottel haben wir uns benommen.
überhaupt nicht komisch? Doch, das ist es. Wir haben uns wirklich wie die Trotteln benommen. Luise. Ja? Also wenn du mich fragst, das sind keine Kleinkriminellen, da steckt eine Bande dahinter. Und 100.000 Euro sind ja auch kein Pappenstiel. Das Geld wäre kein Problem. Das Glas ist um einiges mehr wert und von seiner Bedeutung für Venedig ganz zu schweigen. Und Antonio ist vermögend. Wenn ich das Glas bekäme ohne Aufsehen, dann wäre das Lösegeld verschmerzbar. Ja, vielleicht kann ja die Polizei den Pokal zurückholen und das Lösegeld sichern. Die haben doch Spezialisten für sowas. Ja, vielleicht. Aber vielleicht wird das ganze Publikum und Antonios Ruf wird zerstört. Und was ist die Alternative? Ein Mann meines Vertrauens, der das Lösegeld übergibt. Nein, nein, nein. Also so haben wir nicht gewettet. Bitte tu's für mich. Luise, ich kann das nicht. Ich bin kein Held. Und Lösegeldübergaben sind definitiv etwas für Helden. Du denkst also darüber nach. Jetzt möchte Luise, dass ich das Lösegeld übergebe. Ist doch toll, dass sie dir so vertraut. Ja, schon. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß doch gar nicht, wie sowas abläuft. Ich vermute, wie im Fernsehen. Du bekommst das Glas und übergibst ihnen das Geld. Ein Kilo Radicchio, bitte. Gerne, Signora. Wenn es Komplikationen gibt. Ja, aber du hast doch gesagt, die Übergabe soll morgen Mittag an einem öffentlichen Ort erfolgen. Ja, und? Das klingt ziemlich unkompliziert. Die Polizei setzt bei solchen Aktionen Dutzende von Spezialisten ein. Das machen die ja auch nur, weil Lösegeldübergaben immer so rasend unkompliziert sind. Ja, dann helfe ich dir eben. Das ist nicht dein Ernst. Und ob? Wir sind doch ein gutes Team, oder? Das vergesse ich dir nie. Noch haben wir den Pokal nicht. Du wirst es schaffen. Ich weiß es. Von dem Café, da hast du alles voll im Blick. Die Polizei habe ich eingespeichert, Kurzwahl 1. Ja, du brauchst nur hier zu drücken und dann... Luise, du kannst nicht alle 5 Minuten hier anrufen. Die Leitung muss frei bleiben. Ich ruf dich sofort an, versprochen. Alles klar. Alles klar. Soll dir Glück bringen. Danke. Also, dann. Ja, dann legen wir los. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich glaube, Sie haben da etwas für mich. Ah, Sie hatten vorbestellt. So ähnlich, ja. Auf welchen Namen? Berengo? Berengo. Nein, tut mir leid, ich habe leider keine Vorbestellung auf den Namen Berengo. Ja, hier. Und jetzt geben Sie mir bitte das Glas. Senor, Sie sind am falschen Boot. Der Trödler kommt am Donnerstag. Ich verkaufe Gemüse, alles ganz frisch. Was mögen Sie? Auberginen, Salat oder vielleicht Rucola? Ah ja, ich verstehe. Sie wollen die Übergabe in Ihrem Boot machen.
Und nicht hier vor allen Leuten. Wie? Haben Sie getrunken oder einen Sonnenstich? Los, los, runter von meinem Boot. Los jetzt aber schnell. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich das Glas habe, ist das klar? Ich weiß nicht, was bei Ihnen nicht stimmt. Hä? Ich zähle jetzt bis drei und dann sind Sie von meinem Boot verschwunden. Sonst werde ich sehr ungemütlich. Eins, zwei, drei. Was ist los? Haben Sie was mit den Ohren? Verschwinden Sie jetzt endlich von meinem Boot. Los! Senior, es reicht. Runter von meinem Boot. Verdammt ja. Nochmal los. Jetzt hauen Sie ab. Oder ich hole die Polizei. Und vergessen Sie Ihren Koffer nicht. Weg jetzt! Schnell! Klar? Ich mag keinen Obst. Der hat sie nicht alle. Das richtige Boot war gerade hinter dir. Als ich das bemerkt habe, da war es schon zu spät. Du hast einfach die Nerven verloren. Das kann jedem von uns passieren. Mir passiert es aber immer im entscheidenden Moment. Der Porri ist einwandfrei. Warten Sie, ich mache ihn die äußeren Blätter ein. Vielleicht bekommen wir eine zweite Chance. Du hast gesagt, es hat Zeit bis übermorgen. Nein, nein, das war's. Aber es könnte doch sein, dass die Diebe sich noch mal melden. Nach allem, was gerade passiert ist. Um ein Haar hätte der doch die Polizei gerufen. Also wenn ich das Glas gestohlen hätte, ich würde ein solches Risiko kein zweites Mal eingehen. Kann ich irgendwas tun? Du hast schon genug getan, danke mir. Luca wollte immer schon so ein E-Piano haben. Er möchte unbedingt Popmusik spielen. So ein Vater kann man sich nur wünschen, der einem einfach so mal so ein tolles Geschenk kauft. Ja, einfach so stimmt nicht ganz. Luca wird für einige Zeit zu Verwandten in die Schweiz verreisen. Und da dachte ich, Musik hilft gegen Heimweh. Warte mal einen Augenblick. Grazie. Eine Kleinigkeit für dich. Als kleiner Junge bin ich oft hier gewesen. Meine Großmutter hat hier gearbeitet. Und nach Feierabend haben wir dann neue Rezepte ausprobiert. Kein Wunder, dass du dann Koch werden wolltest. Soll das heißen, das? Das ist eine Kreation meiner Großmutter. Deshalb heißt die Praline auch Antonella. Wie schön. Und jetzt Augen zu. Mia hat mir alles erzählt. Ich vermute, es überrascht dich nicht, dass ich die Sache vergeigt habe. Es überrascht mich, dass du es überhaupt riskiert hast. Ehrlich gesagt bin ich sogar ein bisschen stolz auf dich. Danke. Willst du nicht rangehen? Das ist deine Mutter. Sie versucht das alle paar Minuten. Ich gehe jetzt zu ihr und sag ihr alles. Dann komme ich mit. Nein, nein, das ist ganz allein meine Sache. Nachdem du nicht ans Telefon gegangen bist, habe ich mir schon sowas Ähnliches gedacht. Ich wollte es dir lieber persönlich sagen. Danke. Danke, dass du es überhaupt versucht hast. Leider habe ich alles vermasselt. Aber du solltest jetzt wirklich mit Antonio sprechen. Abwarten, abwarten. Noch ist die Delegation nicht hier. Ich habe also noch gut einen Tag Zeit. Ja, was erwartest du denn? Bis dahin irgendein Wunder? Ja, vielleicht. Ach, Luise, es ist alles vorbei. Du musst jetzt wirklich mit deinem Mann sprechen. Robert, du kennst mich doch. Ich gebe nicht auf.
Selbst wenn die Chancen extrem schlecht stehen. Was willst du denn jetzt tun? Ein paar Tage ausruhen. Vielleicht fahre ich ans Meer oder so. Viel Vergnügen. Und nochmals, danke für alles. Gern geschehen. Grazie. Grazie. Du zahlst schon? Ja, mein Zug geht um 7:30, dann ist das schon mal erledigt. Wir wollten uns nur verabschieden. Wiedersehen. Ciao. Macht euch noch ein paar schöne Tage in Venedig. Ich glaube, mir würde sich freuen, wenn du noch Ciao sagst. Das hatte ich sowieso vor. Sehen wir uns irgendwann mal wieder? Ja, das hoffe ich doch. Ich habe mir gedacht, vielleicht brauchst du auch etwas Ruhe. Ein paar Tage mehr vielleicht. Man könnte spazieren gehen, man könnte über den Kriminalroman reden. Robert, wie du dir das vorstellst. Ich kann hier nicht weg. Das verstehe ich natürlich. Nein, das verstehst du nicht. Also, auf bald. Ja, auf bald. Ist alles in Ordnung mit dir? Soll ich dir was zu trinken holen? Gleich da hinten, die zweite Straße. Bitte, ich brauche Hilfe! Ja. Ja, wir sind hier im Hospital Santa Catarina. Gut, bis gleich, Claudia. Ja, wir haben ihn stabilisiert. Den Umständen entsprechend geht's ihm gut. Den Umständen entsprechend? Ja. Der Junge hat einen schweren Herzfehler. Wussten Sie das nicht? Nein. Naja, jedenfalls brauchen wir jetzt Ruhe. Sie können zu ihm, aber bitte kurz. Jetzt weißt du es bestimmt. Was denn? Dass mein Herz nicht richtig funktioniert. Sollte ich das denn nicht wissen? Papa hat gesagt, dass es besser wäre, wenn es unser Geheimnis bleibt.
bleibt es jetzt auch unser Geheimnis, dass ich es weiß. Okay? Du sagst nichts. Ehrenwort. Danke. Luca! Danke. Ach, Herr Doktor. Ja? Entschuldigen Sie die Frage, aber warum operieren Sie den Jungen denn nicht, wenn Sie wissen, dass er einen Herzfehler hat? Sind Sie ein Verwandter? Ja, ich bin der Onkel. Ich kann es nicht. Es ist ein sehr komplizierter Eingriff. Nur wenige Spezialisten auf der Welt sind überhaupt dazu in der Lage. Außerdem zahlt das keine Kasse. Diese Operation ist teuer. Sehr teuer. Wie teuer? Ungefähr 100.000 Euro. 100.000? Ja. In der Schweiz. Da gibt es eine Klinik, wo diese Operation bereits mehrmals erfolgreich durchgeführt worden ist. Aber das habe ich alles dem Vater schon erzählt. Wann denn? Vor 2-3 Wochen hatte der Junge seinen letzten Schwächeanfall. Und da habe ich mir auch gesagt, dass die Zeit für eine Operation drängt. Dr. Mioni, bitte in die 1. Oh. Sie entschuldigen mich, ich muss zu meinem Patienten. Herr Doktor, wäre es möglich, dass Sie dem Vater nicht sagen, dass ich von Lukas Herzfehler weiß? Ich möchte mich da nicht einmischen. Gut, ist kein Problem. Was hat der Doktor gesagt? Och, es war wohl ein Schwächeanfall. Ich denke, er hat sich einfach überanstrengt. Und sonst hat er nichts gesagt? Nein, was dann noch? Nichts. Ich dachte nur. Nein, das ist alles. Was hätte er da noch sagen sollen? Keine Ahnung. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Wie geht's Luca denn? Jetzt beruhige dich, Claudia. Er ist soweit in Ordnung. Ich frage mich, warum Marco mich nicht angerufen hat. Ich werde doch noch etwas länger bleiben. Du siehst Gespenster. Marco hatte die Gelegenheit. Und er hat ein sehr starkes Motiv. Aber er hat überhaupt keine Ahnung von der Materie. Und er kennt auch niemanden, dem man das Glas hätte verkaufen können. Richtig. Deshalb die Lösegeldforderung über 100.000 Euro. Das ist genau die Summe, die die Operation kostet. Das ist Quatsch. Und warum hat er Luca verboten, über seinen Herzfehler zu reden? Keine Ahnung. Vielleicht ist ihm das Thema unangenehm. Und wo war er zum Zeitpunkt der Geldübergabe? Claudia. Es spricht aber einiges dafür, dass Marco der Dieb ist. Ich möchte mir das nicht mehr länger anhören. Du kannst doch die Fakten nicht einfach ignorieren. Das sind keine Fakten, du irrst dich. Was ist? Warum schläfst du nicht? Warst du eigentlich immer ehrlich zu mir? Was? Ich möchte wissen, ob du mich je belogen oder mir irgendwas Wichtiges verschwiegen hast. Hast du? Natürlich nicht. Buongiorno, Signore Jakobsen. Mit welchem Namen soll ich Sie heute ansprechen? Fühlen Sie sich ruhig wie zu Hause. Ich weiß jetzt, dass Sie das Glas nicht gestohlen haben. Ach, das ist schön. Dann brauchen Sie meinen Kunden nicht mehr aufzulauern. Das ist übrigens das zukünftige Prunkstück von Signora Cantonelli. Die Hochzeitsschale Barovieri 1480. Aber deswegen sind Sie bestimmt nicht gekommen. Nein. Ich weiß, dass man Ihnen das Glas zum Kauf angeboten hat. Und Sie nur deswegen abgelehnt haben, weil Ihnen in diesem Fall das Geschäft zu heiß wurde. Woher wollen Sie das wissen? Es wäre doch peinlich, wenn bekannt würde, dass Boris Jeltrowitsch mit gestohlenen Objekten handelt. Das kann mir niemand beweisen.
Sind Sie da so sicher? Was wollen Sie? Nur einen winzigen Gefallen, nicht mehr. Ich habe nachgedacht. Ich finde es unmöglich, dass du Marco beschuldigst. Bevor du jetzt einen Wutanfall bekommst, hör mir bitte mal zu. Claudia, ich war bei Jetrovic. Ihm wurde tatsächlich das Glas angeboten. Und zwar einen Tag nach der Vernissage. Von wem? Das weiß er nicht. Die Abmachungen wurden über das Internet getroffen. Natürlich über anonyme Adressen. Zuerst wollte er auch das Glas kaufen, aber dann ist ihm irgendwann das Geschäft doch zu heiß geworden. Warum hat er dir das einfach so verraten? Ich hab geblufft. Er denkt, ich kann beweisen, dass er mit gestohlener Ware handeln wollte. Und jetzt? Jetzt wird er dem Verkäufer mitteilen, dass der Handel heute Nacht doch stattfinden kann. Allerdings wird nicht Jetrovic am Treffpunkt sein, sondern ich. Hier. Wollen Sie ihn sehen? Haben Sie das Geld? Wie konntest du das nur tun, Marco? Es war meine Idee, Claudia, nicht seine. Ich habe ihn dazu überredet. Genau das habe ich mir fast gedacht. Papst, bitte, jetzt lass uns doch darüber reden. Da gibt's nichts zum Reden. Die beiden haben ein sehr teures Kunstobjekt gestohlen und das war von langer Hand geplant. Deswegen sind sie noch lange nicht kriminell. Claudia, die beiden haben bewusst gegen das Gesetz verstoßen. Und zwar reden wir hier nicht von irgendeinem Bagatelldelikt. Sowas nennt man gemeinhin kriminell. Aber sie hatten dafür einen Grund. Sie wollten Lukas Operation bezahlen. Ja, das ist vielleicht strafmildernd, ändert aber prinzipiell nichts an der Situation. Jetzt lass einmal deine verdammten Prinzipien beiseite. Ohne Prinzipien würde diese Welt nicht funktionieren. Das mag sein. Und trotzdem ist ein altes Glas nicht wichtiger als das Leben eines Kindes. Prinzipiell. Oder stimmst du mir da etwa nicht zu? Ich muss mal an die frische Luft. Wenn nun die Touristen nicht die Nachbildung dieses Pokals stehen gelassen hätten. Jedenfalls hat sie dich auf eine Idee gebracht. Wir brauchen das Geld für Luca. Es tut mir so leid, dass ich dich da reingezogen habe. Ich habe genau gewusst, was ich tue. Ich will es wieder tun. Hast du Angst? Ja. Um Luca. Ich auch. Dann sag mir noch eins. Wirst du nur deine Prinzipien wegen zur Polizei gehen oder weil Mia dich in deinem Stolz gekränkt hat? Weißt du, meine Gefühle wurden auch verletzt. Und trotzdem gehe ich zu Marco und rede mit ihm.
weil er mir sehr viel bedeutet. Momente im Leben, da kommst du mit deinen Prinzipien alleine nicht weiter. Schon, ich werde dich nie wiedersehen. Ich denke, wir sollten reden. Ja. Das sollten wir. Wir dachten, Antonio hat so viel Geld, dass er vorübergehend 100.000 entbehren kann. Vorübergehend? Ja, wir wollten ihm das Geld später zurückzahlen. Es war gedacht, als eine Art Kredit. Warum habt ihr keinen normalen Kredit aufgenommen? Haben wir doch versucht. Aber niemand wollte uns so viel Geld leihen. Die letzte Saison lief nicht besonders. Hast du nie dran gedacht, dass du ein paar Jahre Gefängnis riskierst? Doch, sicher. Aber die Angst, meinen Sohn zu verlieren, war viel größer. Nächste Runde, ja? Machen. Der Nächste, bitte. Kommen Sie. Was kann ich für Sie tun? Da bin ich wohl zu spät. Schade. Ich hatte gehofft, du könntest mir den Gefallen tun, Marco aus der Sache herauszuhalten. Luca braucht seinen Vater jetzt mehr denn je. Mir gab es wirklich keine andere Möglichkeit. Ich habe keine andere gesehen. Wirklich nicht. Ist schon komisch. Da habe ich mir heute Nacht Vorwürfe gemacht, weil ich die Übergabe verbockt habe. Wäre sie gelungen, hätte ich die Wahrheit wohl nie erfahren. Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich jede Minute genossen habe, die wir zusammen waren. Und dabei habe ich etwas empfunden, von dem ich dachte, dass ich es längst verloren habe. Glaubst du mir nicht? Ich weiß es nicht. Das ist schade, Robert. Ciao. Was hast du vor? Ich will mich stellen. Und ich muss versuchen, Marco zu schützen, solange es eben geht. Mia? Ich habe keine Anzeige erstattet. Wir müssen Signora Berengo davon überzeugen, dass es uns nur um Luca ging. Vielleicht drückt sie ein Auge zu. Ich glaube, da stehen die Chancen nicht schlecht. Lass uns keine Zeit verlieren. Wir haben sowieso nicht viel Zeit. Heute Mittag kommt die Delegation und bis dahin muss der Pokal wieder an seinem Platz sein. Sonst war die ganze Sache... Luca! Luca! Er hat wieder einen Anfall. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Ich komm mit. Was, Marga, du Mama, bitte. Du wirst mir mehr helfen, wenn du dich um den Pokal kümmerst.
Was gibt's denn? Das erzähle ich dir später. Das ist eine lange Geschichte. Aber erstmal muss das Glas wieder an seinen Platz. Ja, aber ich kann hier jetzt nicht weg. Könnt ihr nicht den Pokal tauschen? Ja, aber dann brauchen wir dazu den Schlüssel. Moment, Antonio hat ihn. Sie werden sehen, es ist ein wirklich außergewöhnlicher Ausstellung. Sehr interessant. Antonio, kann ich bitte die Schlüssel zur Galerie haben? Die habe ich nicht. Was ist los? Bitte entschuldigen Sie uns kurz. Entschuldigen Sie bitte. Meine Liebe, die Sicherheitsleute haben ihn. Wir haben höchste Sicherheitsstufe. Aber vielleicht könntest du mir kurz erklären, wozu du jetzt die Schlüssel brauchst. Du weißt, es gilt für uns alle. Niemand darf mehr rein oder raus. Du kriegst sie erst wieder nach der Besichtigung. Oh nein. Antonio, musst du die Schlüssel den Sicherheitsleuten geben? Ja, was machen wir jetzt? Schafft ihr es, ohne Schlüssel reinzukommen? Ja, die Alarmanlage und die Sicherheitsleute. Weiß ich auch nicht. Wir versuchen es einfach. Ja, danke. Viel Glück. Wir versuchen es einfach. Ja, das ist eine italienische Spezialität. Man nennt es hier Improvisation. Ahnung. Aber ich, komm. Hier, zieh das an. Jacke aus. Und die Jacke schmeiß mir da rein. Mach schnell, sonst sind sie zurück. So. Ja, was machen wir damit? Da rein. Oh, clever. So ist das Glas auch aus der Vernissage rausgekommen. Wie habt ihr es ausgetauscht? Schon mittags, lange vor Beginn der Vernissage. Dann war der Stromausfall nur ein Ablenkungsmanöver. Eine Stunde wird es schon noch dauern. Ja, das sehe ich genauso. Na gut, dann lass uns mal drüber gehen. Tauschen wir das Glas in aller Ruhe aus und warten dann auf die Gäste. Ich würde gerne noch welche dazulegen. Gute Idee. Und dann? In einem günstigen Moment verschwinden wir einfach. Und wenn sich kein günstiger Moment ergibt? Im schlimmsten Fall müssen wir noch mal unterm Buffet warten, bis der Empfang vorbei ist. Hm. Viel Vergnügen. Jetzt nur noch das und dann haben wir alles. Ja. Welcher Trottel hat die leere Kasserolle reingeschleppt? Keine Ahnung. Idioten. Sind wir jetzt fertig? Ja, nur noch schnell die Deckel raus. Ja, gut. Hast du die Schlüssel? Ja, in der Tasche. Dann los. Ich bin übrigens sehr gespannt auf die Ausstellung. Ich habe schon so viel Gutes gehört. Das freut uns sehr, Herr Minister. Genau genommen brenne ich darauf, Sie zu sehen. Gehen wir. Wollen wir nicht noch einen Grappa trinken? Nein, tut mir wirklich leid. Ich bin im Dienst, Signora Merengo. Oh, wir sind doch nicht im Dienst. Hm? Thank you.
mal Glück gehabt. Das war ein wunderbares Essen. Das freut mich. Hat es Ihnen auch gefallen, Signora? Wir müssen jetzt losfahren. Ja, danke. Die Boote sind angekommen. Gehen wir. Ja, komm. Gehen wir. Darf ich? Hast du irgendeine Idee? Jedenfalls keine, mit der man die Technik überlisten könnte. Aber? Vielleicht können wir ja die Sicherheitsleute überlisten. Ja, und wie? Falscher Alarm. Schalt die Anlage aus. Das ist Andrea Doria. Oh. Wirklich sehr schön. Alles klar. Sie gut. Danke. Ihrem Sohn bleibt nicht mehr viel Zeit. Der nächste Anfall könnte der letzte sein. Dann müssen wir ihn so schnell wie möglich operieren lassen. Also tatsächlich alles auf sich beruhen lassen. Es wäre auch weg gewesen, wenn die Übergabe geklappt hätte. Ich werde es dir zurückzahlen. Das Glas ist wieder da, ich will kein Aufsehen, also werde ich keine Anzeige erstatten. Und was das Geld betrifft, wie gesagt... Wie gesagt, das zahle ich dir zurück. Mach, wie du es willst. Aber kümmere dich darum, dass der Junge gesund wird. Danke.
Bei so vielen Geschenken wird Luca die Operation hoffentlich vergessen. Genau das war auch meine Absicht. Ich hatte gehofft, dass du noch ein paar Tage bleibst. Ich habe mir das auch überlegt, aber ich halte das für keine gute Idee. Vielleicht musst du es einfach ausprobieren. Mir würde es viel bedeuten. Weißt du, das war alles ein bisschen viel für mich. Ich muss mir erst mal über ein paar Sachen klar werden. Verstehe ich. Kann man nichts machen. Kommst du wieder? Natürlich komme ich wieder. Schön, dass du deinen Enkel besuchen kommst. Marco und ich werden bald heiraten. Paps, ich danke dir für alles. Viel Glück für euch drei. Zu einem Espresso überreden. Du, ich wollte noch kurz zu Luise, dann wird das alles wohl ein bisschen knapp. Ich verstehe ja nicht, warum du sie überstürzt abreißt. Ich gehöre einfach nicht hierher. Das hätte der alte Robert gesagt. Aber ich dachte, der Neue wäre nicht so ängstlich, Risiken einzugehen. Ich bin wohl nicht der Typ, der mit Risiken umgehen kann. Robert, Risiken gehören dazu. Wozu? Zum Leben. Ich denke darüber nach. Montagmorgen, graue Nebelschwaden ziehen durch die menschenleeren Gassen Venedigs. Wenn du mal wieder in Venedig bist, können wir vielleicht gemeinsam daran weiterschreiben. Das ist eine gute Idee.
Aber die Hauptfiguren sind ein ziemlich seltsames Paar, finde ich. Sie eher geheimnisvoll, eher pedantisch. Ich weiß nicht, ob die beiden gut zusammenpassen. Aber vielleicht sollten sie es einfach mal miteinander versuchen. Dann lass uns gleich damit anfangen.